Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt TV. Sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ein Video, auf das ihr mich mittlerweile ziemlich häufig aufmerksam gemacht habt, sowohl im Coaching als auch im Einzeltraining als auch in den Kommentaren, wurde ich ab und zu gefragt, ey, was spiele ich eigentlich gegen erstens F4, die sogenannte Bird-Eröffnung. Und dieses Video trifft jeden von euch, weil jeder von euch hat ab und zu schwarz, ungefähr die Hälfte aller Partien, und ab und zu kommt einfach erstens F4 aufs Brett. Ich weiß, es ist nicht die häufigste Öffnung, aber ihr müsst es so sehen. Weiß spielt die Hälfte der ganzen Partien diesen Zug. Und wenn man mit Schwarz gar keine Ahnung dagegen hat, ist man total im Terrain von Weiß. Ein bisschen so wie mit Alapin, E4, C5, C3. Was ich ja gegen Sizilianisch empfehle, hat Weiß hier sozusagen einen kleinen psychologischen Vorteil. Und deshalb zeige ich euch heute was, womit man in euer Fahrwasser kommt. Ich zeige euch eine sichere Variante, für die ihr eigentlich so gut wie gar keine Theorie braucht. Und dann wisst ihr einfach, okay, hiermit fahre ich gut. Und das ist eine gute Eröffnung. Und dann zeige ich euch das ziemlich krasse Frohms Gambit, mit dem man, ich zeige euch mal hier, D6, man opfert einen Bauern. Wenn Weiß nicht aufpasst, ist er jetzt matt. Einfach Schach, matt. Schach. Man kann sogar die Damen opfern. Matt. Im sechsten Zug. Hatte ich übrigens relativ häufig am Brett tatsächlich im Blitzen diese Varianten, vor allen Dingen als ich noch so unter 2000 hatte. Wir gehen auf beides ein. Wir fangen jetzt erstmal an mit der soliden Variante. Also erstens, F4 ist nicht unglaublich gefährlich. Weiß schwächt sich im Prinzip, also König ist ein bisschen geschwächt und besetzt nicht das Zentrum, wobei er schon Druck aufs Zentrum ausübt. Leute, die erstens F4 spielen, wollen Theorie vermeiden, also das ist nicht besonders theorielastig. Und ich empfehle euch hier, wenn ihr, also E5 ist Risiko. Das ist auf jeden Fall Risiko. Dieses Gambit hier ist, wenn Weiß sich perfekt auskennt, kann Weiß recht gut dagegen spielen. Wir schauen uns das an. Aber man kann sehr, sehr schnell gewinnen und man wird ein scharfes Spiel haben und auch wenn ihr jetzt denkt, okay, das ist doch widerlegt, nee, ist es nicht. Also es gibt schon Varianten, in denen Schwarz hier auch immer ganz gute Kompensation hat. Also die Engine sagt jetzt hier, wenn Weiß perfekt spielen würde, wie eine Engine, steht Weiß plus 0,7. Also ja, wir schauen uns das an. F4, D5. Das ist sehr solide, wir besetzen schon das Zentrum. Dieser Bau hier ist direkt gedeckt und was ist unsere Idee? Ja, also häufig ist mit Abstand häufigster Zugspringer. F3 spielt so gut wie jeder in dieser Stellung. Und hier kann man verschiedene Züge spielen. Ich würde euch sagen, ich würde euch empfehlen, in solchen Eröffnungen sehr schnell diesen Läufer rauszustellen. Also man kann, hier gibt es Verschiedenes. Man kann mit C5 spielen. Das ist theoretisch sehr gut. Man übt noch mehr Druck aufs Zentrum aus. Das ist aber das, worauf Weiß vorbereitet ist. Und wenn ihr jetzt wirklich, also wenn ihr diese Variante mit D5 möchte ich euch zeigen, wenn ihr Theorie vermeiden wollt, dann spielt D5. Hier kann man schon ganz gut den Läufer rausstellen. Also Läufer G4. Hier ist mit Abstand häufigster Zug, kommt bei mir fast immer aufs Brett E3. Also Weiß spielt hier den Standardplan runter und ihr spielt zum Beispiel E6. Oder, also damit der Läufer rauskommt, oder Springer D7. Baut euch hier eine Pyramide und alles ist gut. Auf sowas wie H3. Könnte man oder sollte man hier in der Stellung auch den Läufer tauschen. Man gibt zwar das Läuferpaar, hat aber, also die Stellung ist 0,0, eine sehr ausgeglichene Stellung. Die Dame steht hier nicht unbedingt so gut und man kann zum Beispiel auch mit C5 Raum gewinnen oder man spielt mit C6 die Pyramide, Springer F6, Läufer E7, Läufer D6. Gibt verschiedene Ideen. Man kann auch mit C5 versuchen, irgendwann im Zentrum aufzubrechen. Also das sind so Ideen hier. Auf Läufer G4, also es geht hier wirklich um den Plan, die Läufer rauszustellen, spielen aber die meisten einfach, also E3, wir spielen zu einem Springer D7, also wir spielen, es ist egal, welche Reihenfolge, weil wir spielen einfach sowieso diese Züge hier, E6 kommt als nächstes oder Springer F6, denke mal, die meisten werden hier Läufer E2 spielen und ja, einfach weiterentwickeln, Rochade, zum Beispiel E6, ganz logisch. Und deswegen, also jetzt wisst ihr ungefähr, wie ihr dagegen spielen könnt. Das ist wirklich nur so ein grober Plan, aber das reicht vollkommen. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel mehr Theorie und spiel meistens D5. Und diese Stellungen hier sind einfach angenehm. Wenn ihr ein bisschen was Professionelleres wollt, als kleinen Anstoß werde ich jetzt nicht abdecken, aber hier auf Springer F3 kann man auch
Wie war die Variante? Springer H6, glaube ich. Ich glaube, hier kann man Springer H6 spielen. Ja, das ist das, was ich meinte. Dutch Variation, also die holländische Variante. Und überlegt mal, warum sollte Schwarz hier sowas Komisches spielen wie Springer H3? Okay, wir schauen uns zum Beispiel weiter. E3, E6, zum Beispiel Läufer E2, C5 zum Beispiel, Rochade. Und was ist die Idee? Warum steht dieser Springer hier? Okay, also im Prinzip sagt man, der Springer hier hat einfach eine ganz andere Route vor als über F6 oder E7. Zum Beispiel könnte man mal, also zum Beispiel hier, okay, wir machen Weiß weiter, okay, wir spielen zum Beispiel auf E7, D3, Rochade, also erstmal ganz normales Schach, Springer C3 und erstmal weiterentwickeln, aber langfristig kann dieser Springer zum Beispiel über F5 gehen, wieder nach D6. Oder, was auch ein Plan ist, in manchen Stellungen, wenn der Springer nach H6 geht, ist tatsächlich, okay, ich mache nochmal weiter, hier sowas wie F5, also die Engine empfiehlt hier Springer F5, aber man könnte auch überlegen, F5 zu spielen, Springer F7 und Springer D6. Dann steht er hier auch sehr gut, man hat sehr schöne Kontrolle über das Feld E4. Die Engine sagt, Schwarz hat leichten Vorteil, aber so, das wollte ich euch auch mal gesagt haben. Also, jetzt kommt der eigentliche Kern dieses Videos, weil das hier soll eigentlich ein Video zum Frumsgambit werden. Auf F4, E5, das ist eine ziemlich krasse Eröffnung. Hab mir als Jugendlicher und so unter 2000, und umso, also ich glaube, ich habe es mit 1100 gelernt und erstmal Riesenerfolge mit eingesagt. Also 1100 richtiger Zahl. Erstmal eine kleine Anmerkung. Weiß kann hier E4 spielen. Macht fast niemand, aber jetzt sind wir im Königsgambit. E4, E5, F4. Ja, da könnt ihr gerne mal ein Video anschauen, was ich dazu empfehle. Hier kann man Verschiedenes machen. Es gibt zum Beispiel D5, ist auch eine coole Variante. Aber ich nehme hier meistens und auf zum Beispiel Springer F3 spiele ich hier Springer E7 und versuche den Bauern ein bisschen zu verteidigen und so. Aber schaut euch mal das Video an. Das ist hier gegen E4 hat jeder sein eigenes Rezept und ganz viele funktionieren gut. F4, E5. So. Eigentlich ist es einzig kritisch hier zu nehmen. Alles andere ist gleicht eigentlich direkt aus. Wenn das hier sieht man noch ab und zu hier. Springer F3 ist nicht gut. Hier könnt ihr einfach vorbeiziehen und habt fett Raum gewonnen. Plus 1,5. Sagt die Engine zum Beispiel irgendwie, ja, vielleicht Springer F6 oder D5. Ja, die Stellung hier ist extrem gut. Man überrollt den Gegner. Das ist nichts, was Weiß will, weil eigentlich will Weiß ja Vorteile aus der Öffnung mitnehmen. Das geht nur mit, wenn man diesen Bauern annimmt. Und jetzt eben der Trick in der Stellung: Man spielt D6 und sagt, ja, nimm direkt den, also gerade hat Weiß einen Bauern gewonnen und jetzt kann er noch einen tauschen. Das heißt, er hätte dann einen Bauern mehr. Jetzt nehmen die meisten an. So gut, ich würde sagen, also wenn man hier schaut, ja, deutlich so 213 von 280 in der Master-Datenbank haben angenommen. Wenn Weiß nicht annimmt, zum Beispiel hier sowas spielt wie Springer F3, dann kann man zum Beispiel entweder tauschen Läufer D6, rate ich euch nicht, aber kann man spielen, ist wahrscheinlich die beste Variante. Ich finde eigentlich ganz cool, hier einfach Springer C6 zu spielen und kommt auf ähnliche Varianten raus. Wobei ihr könnt auch gut nehmen und Läufer D6 spielen. Es geht hier wirklich um dieses Tauschen. Läufer schlägt. So, das ist die Grundstellung. Man muss hier sagen, Weiß steht völlig in Ordnung. Es ist ganz objektiv gesehen, ich muss ehrlich sein mit euch, ich könnte euch jetzt hier auch erzählen, damit werdet ihr jede Partie gewinnen, aber wenn Weiß sich auskennt, wird Weiß hier ein bisschen besser stehen am Ende, aber wirklich nur, wenn ihr sich sehr gut auskennt. Und nach diesem Video kennt ihr euch auch sehr gut aus und ich sag euch auch eins, höchstwahrscheinlich werdet ihr mit ziemlich große Erfolge erzielen. Die Drohung in der Stellung ist Dame H4, das wird häufig übersehen. Denkt daran, so Bird-Spieler sind häufig auch Leute, die sich nicht so theoretisch auskennen. Ich habe es gerade schon am Anfang gesagt, um euch ein bisschen zu locken, hier auf so einen klassischen Zug wie Springer C3, ist sofort aus, Dame H4, einziger Zug G3 und jetzt irgendwie nehmen, zum Beispiel Läufer oder Dame schlägt und matt. Das wäre natürlich der Traum. Kriegt man ab und zu aufs Brett, aber das ist nicht die ganze Hoffnung von Schwarz, gibt noch viel mehr Ideen. Sagen wir, Weiß spielt D4, sehr schlecht, Schach, G3,
und wir nehmen raus und jetzt auf das Zurückschlagen können wir einfach den Turm nehmen. Das heißt, hier ist Dame H4 wirklich eine extrem starke Drohung. Sollte Weiß selbst G3 versuchen, jetzt hier, das kriegt man schon häufiger, würde ich sagen, weil Weiß weiß, okay, hier ist diese Drohung und G3 ist die logische Verteidigung, dann spielt ihr H5. Und die Stellung ist schon ziemlich gut für Schwarz, weil H4 ist brutalst. Zum Beispiel Springer F3, H4, Springer C3, sorry, Springer F3 schauen wir uns auch gleich an. H4, und ja, auf das Schlagen ist wieder matt in 1. Und ja, was soll Weiß machen? Zum Beispiel diesen hier, dann nehmen wir und kann ich zurücknehmen, weil der Turm hängt. Hier ist offensichtlich, dass das Schwarz ziemlich gut steht. Bester Zug ist übrigens, also Springer F3. Und dann nehmen wir. Das heißt, hier, wenn Weiß Springer F3 spielt und jetzt haltet euch fest, wichtiges Motiv, wie spielt man? Ja, trotzdem H4. Und selbe Drohung, zum Beispiel vorbeiziehen, wird einfach rausgenommen. Und wenn Weiß schlägt, egal wie, steht er schlecht. Hier könnte man nehmen, Turm schlägt. Wenn der Springer schlägt, ist matt. Wie immer. Übrigens hier auch, wenn der Springer schlägt, nehmen wir mit dem Turm. Der Springer ist einfach weg, weil er kann nicht zurücknehmen. Und auf Bauer schlägt es aber Läufer G4 noch stärker, weil jetzt drohen wir brutalste Sachen einfach nehmen und nehmen. Also fast gewonnen für Schwarz. Okay. Das führt mich zur besten Variante in dieser Stellung. Auf Läufer D6 gibt es eigentlich nur einen Zug, der wirklich funktioniert, und der ist Springer F3. Den muss Weiß spielen. Das heißt, hier habt ihr schon mal eine extreme Verengung der Variante drin. Wenn Weiß hier nicht Springer F3 spielt, steht er einfach schlecht. Oder zumindest, okay, es gibt noch D3, dann ist die Stellung ganz grob, nicht E3, sondern D3, das ist die Stellung ganz grob ausgeglichen. Aber schaut mal hier, Dame H4 Schach. Und jetzt wisst ihr, warum D3 so noch funktioniert, weil der König kann jetzt nach D2 und jetzt die Engine springt auch schon auf großen Vorteil für Schwarz. Also könnt ihr euch vorstellen, warum mit dem König hier. Okay. So, wir schlagen und besser zu Springer F3. Das kriegen einige hin. Und jetzt gibt es hier verschiedene Züge. Erstmal, es ist hier wahrscheinlich theoretisch das Beste, Springer F6 zu spielen. Und einfach aktives Figurenspiel. Man hat jetzt hier zwei offene Linien, da können Türme drauf und Weiß hat nicht viel. Also er hat zwar den Bauern mehr, aber dafür kriegt man ein sehr schönes Spiel. Zum Beispiel, wenn er normal weitermacht, hier irgendwie D4, Rochade, Springer C3, Turm E8, auf einmal ist der Turm hier und die Stellung spielt sich ziemlich easy für Weiß, weil er sich nicht richtig entwickeln kann. Der hier funktioniert nicht, der hängt einfach ja, E3 und hier zum Beispiel schon Springer G4. Also Schwarz hat sehr einfaches Spiel. Ich zeige euch trotzdem eine andere Variante. Ich würde hier auf Springer F3, nämlich direkt G5 spielen. Das stellt Weiß vor einige Herausforderungen. Sagen wir, er macht gar nichts, also entwickelt sich einfach, dann kommt G4 und die Partie ist wieder aus, weil der Springer hängt und wenn der Springer zieht, egal wohin, kommt Dame H4 mit Matt. Also nicht nur Schach, sondern Matt. Zum Beispiel Damenopfer. Oder Läuferopfer geht auch, Damenopfer ist nur schöner und matt. Also das ist wirklich eine extrem interessante Variante. Hier muss Weiß entweder D4 oder G3 spielen. D4 würde ich trotzdem diesen hier spielen, der Springer muss ziehen. Der kann jetzt nach E5, das war der Trick, also auf was anderes kommt wieder genauso Dame H4 und Springer E5. Wenn wir jetzt mit Dame H4 versuchen, spielt er einfach G3 und wir können nicht schlagen. Aber nach Springer E5 würde ich euch empfehlen, den Springer zu nehmen und die Damen zu tauschen. Und diese Stellung hier, man hat zwar einen Bauer weniger und die Damen sind getauscht, das ist aber trotzdem völlig in Ordnung, weil man macht Druck auf den Bauern. Der ist weg, also kann nicht gedeckt werden. Zum Beispiel Läufer F4 sieht so aus, ob er ihn deckt, aber wir spielen Springer E7, Springer G6 und der Bauer ist weg. Okay, ich hoffe, ich bin nicht zu schnell. Im Notfall müsst ihr wahrscheinlich zurückspringen und euch das nochmal anschauen, weil es ist ein Eröffnungsvideo und ich versuche einfach, euch die Schlüsselvarianten zu zeigen, dass ihr ein Verständnis kriegt. Also diese Variante hier wird nicht kommen. Hier nach, wenn sich jemand auskennt und schon Springer F3 spielt, spielt er auf G5 auch den Zug G3. Und hier
Also eigentlich, wenn ihr FromSoftware mitspielt, müsst ihr eine Variante kennen, weil der Rest ist alles logisch, weil ihr wisst, dass die Idee immer da H4 ist und es funktioniert gut. Außer Weiß spielt den, um Dame H4 zu verhindern, dann spielt ihr G5, das müsst ihr euch merken. Also deswegen sage ich, wenn ihr Theorie faul seid, dann spielt lieber die Variante mit D5, aber so viel wird es jetzt nicht. Das ist eine große Variante und danach habt ihr echt ein sehr gutes Verständnis. Wir spielen G5, die Drohung ist G4 mit Dame H4 und eigentlich der einzige Zug, den man in der Praxis antrifft, ist hier G3. Das kann ich euch auch sagen. Diese Variante war irgendwann der Grund, weshalb ich damit aufgehört habe, das mit Schwarz zu spielen, auf sehr hohem Niveau, als ich schon deutlich über 2000 hatte. Aber ich zeige euch jetzt hier Ideen, mit denen ihr eigentlich Spieler unter 2000 wahrscheinlich austrickst. Ich spiele G4. Trotzdem. Und bringe H4, das war die Idee. Sagen wir mal, was passiert, wenn der Springer D4. Jetzt muss ich mal selbst schauen, warum kann man nicht einfach nehmen und den spielen? D3 und dann anscheinend steht man nicht so gut, weil der Gegner hat hier das Läuferpaar und die Dame steht ein bisschen schlecht. Das war jetzt nur für mein Interesse, aber war vielleicht auch interessant. Aber auf diesen Zug hier einfach das Standardmotiv, das eigentlich jetzt hier, also ihr habt jetzt das erste komische, was ihr gefunden habt, war hier, dass man mit G5 kommt. G4 und das zweite Motiv ist, wir spielen H5. Ich weiß, es sieht extrem komisch aus, aber denkt dran, dieser König ist extrem gefährdet und mit unseren Läufer und der Dame und gleich auch noch dem Turm hat man hier extrem Druck. Sagen wir, Weiß zieht normal, die Stellung ist verloren für Weiß, weil wir spielen H4. Drohung ist nehmen und auf nehmen ist Weiß matt. Was macht er also? Ja, kann nicht mehr viel machen. Eine einzige Idee, die nicht sofort verliert. Also Beispiel Läufer G2. Wir schlagen. Jetzt zurücknehmen wäre fatal. Ist schon aus. Minus 8. Zum Beispiel Schach. Schach. Und, okay, der Springer hängt. Aber es gäbe wahrscheinlich auch andere Züge. Genau. Das heißt hier, wenn es zu dieser Stellung kommt, müsste Schwarz irgendwie den spielen, um den Läufer mit Schach zu tauschen. Aber wir nehmen natürlich trotzdem, schlägt den Läufer raus, war eine gewisse Verteidigung. Aber zum Beispiel Bauer schlägt und ihr seht, Weiß bricht zusammen. Und man hat jetzt auch den Bauern schon wieder zurückbekommen. Sehr, sehr gute Stellung. Zum Beispiel noch ein letztes Beispiel. Ich will, dass ihr hier die klassischen Motive kennenlernt. Hier auf das zum Beispiel Dame H4. Also noch besser als einfach einen Bauern zu nehmen, ist Dame H4, weil jetzt droht man Schach und sich eine Dame zu holen. Einziger Zug in der Stellung ist König D2. Und jetzt kann man auch nehmen und schaut mal hier, die Bauern laufen. Und der König ist schlecht. Also ich weiß, das ist gerade dafür, dass wir ja eigentlich jetzt normalerweise nicht so tief in der Öffnung gehen, schon eine relativ hohe Tiefe, aber F4 und E5. Und eigentlich muss Weiß nehmen und ihr spielt D6 und eigentlich hier wieder genommen. Und man ist schon in dieser Stellung. Jetzt gibt es fast nur Springer F3, G5, G3 hier und Springer H4. So, das ist jetzt die Hauptvariante. Und jetzt müsst ihr euch nochmal ein Motiv merken, wenn ihr das spielen wollt, und zwar Springer E7. Was ist die Idee an diesem komischen Zug? Die Idee ist klar, wir wollen nämlich Springer G6 spielen. Droht mit nehmen und matt. Heißt, Weiß muss was machen, also im Prinzip diesen Springer nehmen und H schlägt G6. So, das ist hier einfach eine Schlüsselstellung, wo sich die Theorie dann auf hohem Niveau aufsplittet. Ich würde sagen, wir lassen sie hier gleich enden. In dieser Stellung habt ihr gute Kompensation für den Bauern. Grund dafür ist, dass Turm schlägt H2 immer eine große Idee ist. Übrigens hier natürlich, wenn Schwarz jetzt im Zug ist, dann ist die Partie aus wegen Läufer schlägt G3 oder noch stärker Turm schlägt H2, Turm H2, Schach. Ah, der Turm kann noch dazwischen. Aber nee, wir schlagen raus und Dame H4, Ende. Das ist wirklich kaputt. Der König ist im Prinzip matt oder er muss sehr viel Material geben. Heißt, wir haben hier ganz viele Drohungen in der Stellung. Und hier gibt es eigentlich nur einen Zug, den Weiß spielen kann. Der ist Springer E4 und welcher Gegner kennt sich so gut aus, wenn er eigentlich ganz andere Varianten gewohnt ist? Dieses F4, E5 ist eigentlich nicht so häufig. Deswegen, also
ist schon extrem gefährlich. Wenn, sagen wir, Weiß spielt ein bisschen ruhiger, irgendwie sowas wie E3, na, dann hängt wieder der, stimmt. Das macht alles keinen Sinn. Heißt, Springer E4 eigentlich einziger Zug, um den zu decken. Und jetzt habt ihr verschiedene Züge. Ich finde, Läufer F5 sieht sehr logisch aus. Wir greifen einfach den Springer an, der diesen deckt. Und wenn er den decken würde, ist wieder aus wegen Schlagen, Schlagen. Und Turm schlägt H2 oder Läufer schlägt G3, minus 7. Das heißt, in der Stellung muss Schwarz den Läufer nehmen. Der ist zwar wichtig gewesen, aber Dame schlägt die 6. Und hier ist Schwarz einfach extrem gut entwickelt, hat Druck, hat auf der G-Linie vielleicht gleich Druck, sowas hier verliert. Läufer G2 wegen Turm schlägt H2. Turm schlägt und Schach, der Turm ist weg. Also nur, dass ihr ein Gefühl für diese Stellung kriegt, ihr müsst euch jetzt nicht jeden Zug auswendig lernen, aber das ist so ein bisschen meine Zusammenfassung zu diesem Frumsgambit. Und bitte noch einmal ganz wichtig, ich will euch hier nicht ein Gambit verkaufen, das auf Weltklassenniveau nicht gespielt wird, als Wunderwaffe gegen jeden, sondern das ist eine Trickeröffnung, mit der ihr wahrscheinlich sehr gute Erfolge unter 2000 fahren werdet und habe ich zumindest gemacht. Das ist eine ziemlich, also wenn der Gegner schon sowas wie F4 spielt, kann man noch ruhig mal mit F5 einfach, wird eine super spannende Partie und macht mehr Spaß für den Angreifer, glaubt mir das, probiert's mal aus. Und wenn ihr eine sichere Option wollt, D5 ist das, was auf Weltklasse-Niveau gespielt wird. Und genau mit dieser Idee, wir stellen unser Problemkind, diesen Läufer raus aus der Bauernkette, machen die zu und haben, würde ich mal sagen, easy ausgeglichen. Manche sagen sogar, zum Beispiel die Engine, ein bisschen mehr als Ausgleich, aber ich würde sagen, Ausgleich ist schon mal gut. Seid so gut, lasst ein Abo da, wenn ihr das unterstützen wollt, was ich hier mache, liked das Video und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auch gerne was auf PayPal spenden. Würde ich mich riesig freuen, ein bisschen was zu bekommen für die Zeit, die ich hier reinstecke. Falls nicht, auch gar kein Problem. Wirklich nur, falls ihr ein bisschen was übrig habt und macht's gut. Ciao, schön, dass ihr hier seid.